So Freunde, willkommen zurück und heute geht es um das Thema Körperfettgehalt messen beziehungsweise wie kann man am besten sein Körperfett messen. Und ich würde sagen, ich komme eigentlich gleich zum Punkt. Die beste Methode, sein Körperfettgehalt zu messen, ist mit einem sogenannten Fettkaliper beziehungsweise Kaliper. Das ist so eine Art Zange, mit der kann man die Dicke der Hautfalte messen, indem man sie einfach an bestimmten Stellen die Haut nach oben zieht und danach kann man einfach mit dieser Zange messen, okay, wie dick ist die Hautfalte. Man schreibt die Ergebnisse auf und je nachdem, wie viele Falten man gemessen hat, gibt es verschiedene Methoden. Die trägt man in eine Formel ein und die berechnet dann einfach den Körperfettgehalt. Die Formeln gibt es im Internet, da kann man einfach mal googeln, sollte man sich so ein Ding besorgen. Und das Ergebnis ist eigentlich recht genau. Das heißt also, wenn ihr was Genaues haben wollt, besorgt euch so einen Kaliper. Die sind nicht teuer, sie sind sogar sehr, sehr günstig. Ich sag mal so ab 20 Euro plus minus. Allerdings, der einzige Nachteil darin ist natürlich, ihr könnt euch nicht so ein Ding kaufen und dann einfach loslegen. Ihr braucht dafür sehr viel Übung. Das heißt, ihr müsst euch leider damit sehr gut beschäftigen, weil man muss schon recht feinfühlig damit umgehen, ja, und sehr, sehr viel damit üben, bis man wirklich dann diesen Dreh raus hat, wie man genau wo ziehen muss und wie man die Hautfalte hält und so weiter und so fort. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren mal alles gekauft, weil ich mal gucken wollte, beziehungsweise damit messen wollte, wusste allerdings nicht, dass man natürlich, dass es halt nicht gerade sehr einfach ist, damit umzugehen. Natürlich kann es jeder lernen, also ist jetzt kein mega Ding, aber wie gesagt, man braucht natürlich ein bisschen Übung. Und dementsprechend waren natürlich auch die Ergebnisse recht ungenau, beziehungsweise kamen sehr komische Ergebnisse raus. Jedes Mal, wenn ich gemessen habe, kam irgendwas anderes raus und ich habe es dann irgendwann auch gelassen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das Ding ist. Ich glaube, ich habe das irgendwo verloren oder so. Naja, wie auch immer. Also, die günstigste und beste Methode, holt euch so einen Fettkaliper und damit könnt ihr natürlich auf jeden Fall sehr gut mit ein bisschen Übung euren Körperfettgehalt messen. Das ist aber übrigens auch die einzige Sache, mit der das die ganzen Bodybuilder machen. Die benutzen auch so ein Ding, wenn sie sehen wollen, okay, in der Wettkampf, vor allem in der Wettkampfphase, wie viel Körperfett haben sie noch, wie viel muss noch weg und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sein Körperfett zu messen. Die gängigste Variante sind diese ganzen Körperfettwagen, die man auch draußen kaufen kann. Allerdings ist es da so, je günstiger das Ding ist, desto schlechter sind sie. Ja? Also angefangen von 15 Euro bis sonst wie viel kosten diese ganzen Dinger und dementsprechend sind natürlich die Ergebnisse. Auch die ganz, ganz, ganz teuren, also einige Fitnessstudios haben da auch so spezielle Wagen, die messen dann auch, wie viel Muskulatur habe ich im rechten Arm, im linken Arm und wie viel Wasser und Knochen und Gedärme und was weiß ich, was da noch alles dabei ist. Ja, also alle analysieren alles sehr gut, aber auch da habe ich leider festgestellt, erfahrungsgemäß, und das sind Wagen, die kosten schon mehrere tausende Euros, dass sie trotzdem auch teilweise nicht wirklich genau sind. Ja, da spielt es auch wieder eine Rolle, wann ich messe, wie viel Uhr, was habe ich vorher gegessen, habe ich vielleicht vorher trainiert und so weiter und so fort. Also ich benutze die auch mal ab und zu, aber mehr so just for fun, um mal ein bisschen zu gucken, okay, was würde jetzt da rauskommen, was sagt diese Waage, aber ich nehme das nicht wirklich ernst. Wobei mittlerweile mache ich mir auch nicht so wirklich viel Gedanken, wie hoch mein Körperfettanteil ist. Ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich, es gibt so ein Bild, was ich habe, wo verschiedene Körperfetttypen sind. Ich glaube, ich blende das einfach mal ein, während ich gerade hier so ein bisschen erzähle. Und auf diesem Bild sehe ich dann einfach, okay, wo bin ich ungefähr und weiß dann, dass ich dann ungefähr auf diesem oder bei diesem Körperfettgehalt bin und dann ist es auch in Ordnung. Ansonsten andere Varianten, es gibt im Internet, kann man irgendwie Werte eingeben, Gewicht und irgendwelche Umfänge. Aber meiner Meinung nach, ja, dann kann ich auch gleich zum Wahrsager gehen mit einer Glaskugel, der kann mir dann auch wahrscheinlich denselben Wert rausbringen, wie diesen ganzen anderen Mist, der da angeblich einem verkauft wird oder was auch immer. Also, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, die meisten sind sehr ungenau. Wenn ihr wirklich es genau wissen wollt, kauft euch so einen Kaliper, probiert damit ein bisschen rum und dann werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut euren Körperfettgehalt messen können. Falls es für irgendjemand irgendeine Rolle spielt, ich wüsste jetzt nicht, was es für eine Rolle spielen sollte, ob ich jetzt 12 oder 14 habe, ist eigentlich recht egal. Ansonsten aber, ja, das war's von mir, kurz zu diesem Thema, da ich ja sehr oft gefragt werde, wie sieht's aus mit Körperfettgehalt, wie kann ich den messen?
kauft euch einen Kaliper, übt damit und dann werdet ihr es auch wissen. Ansonsten alles andere ist eher so ein bisschen schwammig und also ich rede natürlich jetzt von den Sachen, die man sich leisten kann. Ja, natürlich kann man in irgendwelchen Unis gehen, Universitäten, da gibt es dann auch so andere Methoden, auf die werde ich jetzt aber nicht eingehen, weil die für den Autonormalverbraucher irrelevant sind und ja, nicht von Bedeutung. Gut, das war's von mir. Bis demnächst.